Bei der Selbsthypnose ist es wichtig, den Weg ins eigene Unterbewusstsein zu finden. Denn dein Unterbewusstsein steuert viele lebensnotwendige Prozesse, mit denen du dein Leben selbst gestalten kannst. Lass uns beginnen. Schaffe dir ein für dich angenehmes und ungestörtes Umfeld. Schau, dass du es bequem hast und setze oder lege dich hin, was für dich angenehmer ist. Atme jetzt ein, zweimal tief ein und wieder aus. Lasse die Anspannung des Tages mit dem Ausatmen aus deinem Körper weichen. Schließe mit dem Ausatmen deine Augen und lasse deine Augenlider ganz locker. Atme nun tief in dein Zwerchfell ein und aus und lege den gesamten Fokus auf deine Atmung. Spüre, wie die Luft durch deinen Körper fließt und sich deine Bauchdecke immer wieder hebt und senkt. Bei jeder Einatmung atmest du Entspannung ein und bei jeder Ausatmung Anspannung aus. In diesem Moment jetzt zählt für dich nur dein eigener Körper und deine Atmung. Gehen wir jetzt in die Vertiefung. Stelle dir vor, wie du über 10 Stufen hinab zu einer Tür gehst. Zähle mit jeder Stufe von 10 langsam runter bis 0. Bist du bei 0 angekommen, stehst du vor einer Tür. Öffne diese und betrete deinen Wohlfühlraum. Der Raum, in den du jetzt gerade eintrittst, ist perfekt für dich eingerichtet. Du betrittst den Raum deines Unterbewusstseins. Lasse dich jetzt in diesem Raum auf dein Wohlfühlsofa sinken und spüre, dass du dich noch mehr entspannst. Spüre, wie bequem es ist und wie du immer weiter in den angenehmen Zustand völliger Entspannung sinkst. Während du entspannt auf dem Sofa liegst und immer tiefer in den Zustand vollkommener Ruhe kommst, versuche jetzt an diesem Ort deine Alltagssorgen durch positive Gedanken zu tauschen. Nimm die auftauchenden negativen Gedanken bewusst wahr und formuliere sie in einen positiven Gedanken um.
Tu dies in deinem eigenen Tempo. Und sei dabei ganz bewusst in deinem Wohlfühlraum und ganz bewusst bei deinen Gedanken. Komme jetzt gleich mit jeder Zahl wieder ein Stück zurück in die Realität. Zähle jetzt langsam von 1 bis 5. Willkommen zurück. Fühle deinen entspannten Puls in deinen Adern. Öffne deine Augen wieder. Recke und strecke dich. Öffne und schließe mehrmals deine Fäuste. Und bereite deinen Körper ganz langsam auf das Aufstehen vor. Sei wieder ganz bewusst jetzt in der Realität. Lerne bei der Selbsthypnose dein eigenes Unterbewusstsein kennen und ersetze negative Botschaften durch positive Gedanken. Jeder Mensch ist in der Lage, sich selbst zu hypnotisieren. Bei der Akademie für Sport und Gesundheit kannst du diese Reise zu dir selbst lernen und buchen. Hat dir die Selbsthypnose und das Video gefallen? Dann gib uns ein Like und abonniere unseren Kanal.